Na, ganz schön kalt geworden, ne? Einstellige Temperaturen gestern. Hofft ihr auch, dass ihr gut durch den Winter kommt? Ich auch. Wer das aber nicht hoffen darf, ist er hier. Beziehungsweise nur seine Hoffnung da reinzusetzen, ist ein bisschen wenig, Onkel Robert. Wenn beim Gassparen alles gut geht und wir Glück mit dem Wetter haben, haben wir eine Chance, gut durch den Winter zu kommen. Wenn also unser Wohlstand, unser Frieden, alles, was wir so als normal empfinden, wirklich in den Händen des Glückes irgendwo liegt, ist das zu wenig von unserem Wirtschaftsminister. Aber naja gut, er hat jetzt natürlich auch gerade Wahlkampfstress. Wir in Niedersachsen haben ja Wahlkampf jetzt und er wollte vor euch was verbergen. Also ein Politiker lügt ja nicht, er sagt ja nur die Unwahrheit oder er sagt lieber gar nichts. Und das wäre hier in dem Fall fast auch geglückt. Aber es wird nämlich Folgendes passieren. Zum Jahresende werden die Netzgeldpreise sich nochmal verdoppeln. Was dann mindestens 6 Cent nochmal pro Kilowattstunde oben drauf kommt. Wir haben ja kein Stromproblem, ne? Ja, aber was für ein Problem wir haben ist, dass Politiker anscheinend heutzutage Wasser predigen und Wein saufen. Oder hier in dem Fall Bier saufen. Also ich habe ja gar kein Problem damit, wenn einer die Gastronomie beziehungsweise auch jetzt unsere Brauereien unterstützen. Die machen ja gerade reihenweise zu, weil es kein CO2 mehr gibt. CO2 kommen wir gleich nochmal drauf. Aber das ist schon echt dekadent. Das ist schon wirklich abenteuerlich, sich unterhalb der Woche in Krisenzeiten, in denen wir jetzt leben, sich so gehen zu lassen. Vor allem, wie gesagt, wenn man Wasser predigt. Und das geht nun mal nicht als Grüne. Liebe Grüne, funktioniert so nicht. Das kann man nicht machen. Aber man kann so vieles nicht machen. Vor allem kann man nicht, und das hat gestern selbst die Tagesschau, beziehungsweise Quatsch, die Tagesschau, selbst der Tatort hat es ja gestern geschafft, Bauernbashing in einem Krimi unterzubringen. Und wenn ich jetzt hier nochmal gucke und an Eckart von Hirschhausen denke, der sich hoffentlich irgendwann mal für seine Unwissenheit Scheiße vor acht nochmal entschuldigt, weil, und das hatte ich neulich schon mal gesagt, wir sehen jetzt, selbst der Weltklimabericht sagt, die Zahlen der Emissionen der Kühe ist 3 bis 4-mal zu hoch geschätzt. Boah, apropos Emissionen. Ich habe hier einen richtig coolen Stift, weil ich möchte euch mal zeigen, für was Deutschland, ja, als Industrienation Nummer 4 auf der Welt, verantwortlich ist für den CO2-Ausstoß. So, damit wir mal wissen, was wir hier gerade alles, da, guck mal da, das ist Deutschland, dieser Fliegenschiss hier. Das ist unsere Verantwortung. Jetzt kann man sagen, das ist aber viel und irgendeiner muss ja mal anfangen, damit zu sparen. Ja, wenn ihr meint, dass es viel ist, was machen wir denn? Wir machen ja Produkte für die ganze Welt, damit die nicht machen muss. Wenn die machen müsste, würden es ja viel schlechter machen als wir. Habt ihr darüber mal nachgedacht? Nein, habt ihr nicht. Das Einzige, was ihr macht, ist bei uns im Hirn Schwachsinn zu platzieren und dass wir diesen ganzen Blödsinn glauben, dass wir hier das Klima retten könnten. Es ist nicht auszuhalten. Aufgrund dessen hier alles gerade voll vor die Wand fahren. Wir können gerne über Nachhaltigkeit diskutieren. Ja, was wie Weltmeere vor Plastik mal. Das Thema kommt überhaupt nicht. Wir fressen jeden Tag Plastik, weil wir Fisch futtern und da ist ein Plastik, Mikroplastik drin. Das sind Probleme. Das sind richtige Probleme. Aber das, was ihr hier gerade versucht, hier alles wirklich vor die Wand zu knallen. Wem ist damit geholfen? Also meine Wahlempfehlung ist, bitte alle grün wählen, damit der ganze Spuk hier schnell vorbeigeht. Horrido.